Hier sehen wir wieder ein vollständiges ER-Diagramm, was so unsere bisherigen Erkenntnisse nochmal zusammenfasst. Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier insgesamt einen Bon und Produkte. Die Frage ist, welche Produkte stehen auf dem Bon drauf? Und das kann man relativ sauber so modellieren. Also erstens, unser Bon ist ein eigener Entitätstyp, hat eine konkrete ID, hat ein Datum, wann er ausgestellt wurde und eine Kasse zum Beispiel als Information darüber, an welcher Kasse er erstellt wurde. Produkte haben eine Produkt-ID, einen Namen und einen Preis. Und jedes Produkt kann dann eben auf beliebig vielen Bons vorkommen, insbesondere auf Keim, wenn es halt noch nicht verkauft wurde in der Sache. Das heißt also, man hat die Situation hier sehr flexibel gestaltet. Ein Bon wird anscheinend aber nur ausgegeben, wenn mindestens ein Produkt draufsteht, ist auch generell sinnvoll, also wenn es sich um einen Verkauf handelt. Weiterhin kann man sich überlegen, dass man nicht nur eine Kiste Bier, sondern vier Kisten Bier kauft. Die Kiste Bier eben dann ein Produkt mit einer Produkt-ID ist, auf den Bon draufkommt, aber man dann eben nicht dann vier Einzelposten da haben möchte, sondern dass hier dann konkret hier eine Menge sieht und die Menge ist dann eine Verknüpfung zwischen dem Bon und dem Produkt. Das bedeutet eben dann, dass man hier konkret die Menge als Eigenschaft der Verknüpfung zwischen Bon und Produkt sehen muss. Was würde eigentlich passieren, wenn wir zum Beispiel, ja, beim Supermarkt kann es ja passieren, dass man vorne eine Packung Milch hinlegt und dann weiter hinten, dann sagt dieses Modell ganz konkret aus, dass die Sachen zusammengefügt werden müssen. Also das erste Mal, wenn da eine Milch reinkommt, wird dann zum Beispiel in der Datenbank eingetragen worden, dass eine Milch auf dem Bon steht. Bei der zweiten Milch müsste dieser Eintrag aktualisiert werden. Das wäre das, was klar hier drin steht, weil die Forderung ist, dass zwischen Bon und Produkt es jeweils nur eine Beziehung maximal geben kann, die dann noch die konkrete Eigenschaft Menge bekommt. Ja, das ist, glaube ich, hier auch nochmal aufgeschrieben. Hier nochmal die Randnotiz, was wir schon mal hatten. Die Menge beim Bon macht keinen Sinn, weil dann müssten Sie von jedem Produkt die gleiche Menge kaufen. Und die Menge beim Produkt macht auch keinen Sinn, dann müssten Sie von jedem Produkt eben, oder von jedem Produkt würde dann immer die gleiche Menge verkauft werden und würde dann auf einem Bon stehen müssen. Das wäre dann beides etwas ungeschickt. Lassen Sie uns den Relationsbegriff noch mal etwas genauer angucken, überlegen, was ist das überhaupt, was kann man da anwenden, was kann man da machen. Ich habe dazu mal ein kleines Beispiel. Wir überlegen mal, wir haben hier einfach eine Klasse Mitarbeiter. Klasse habe ich es jetzt genannt, also ein Entitätstypen, wir machen ja Datenbanken, hat dann sicherlich irgendwie einen Schlüssel, nehmen wir mal eine ID wieder und hat einen Namen. Nur so ganz grob skizziert. Und jeder Mitarbeiter, oder wir werden gleich mal überlegen, wie viel, arbeitet in einem Projekt. Arbeitet in, das heißt also arbeitet in Projekten. Das ist der andere Entitätstyp, den wir uns jetzt hier mal etwas genauer angucken. Projekt soll ganz einfach mal direkt durch seinen Namen eindeutig sein. Weitere Attribute können sich ausdenken, spielen ja nicht so eine ganz große Rolle. Jetzt ist die spannende Frage, wie kann das Verhältnis hier ausgedrückt werden? Wir können zum Beispiel sagen, jeder Mitarbeiter arbeitet in maximal einem Projekt. Das heißt, wir würden hier ein C hinschreiben. Absolut in Ordnung, wenn das die Randbedingungen sind. Wenn die Randbedingungen anders sind, kann das anders sein. Machen wir es mal. Jeder Mitarbeiter kann in beliebig vielen Projekten mitarbeiten. Das heißt, hier würde ein NC stehen. Hängt wieder davon ab, wie genau die Anforderungen sind. Und daraus kann man dann ableiten, ob das richtig oder falsch ist. Also hier gibt es viele Diskussionsnotwendigkeiten. Und es ist wichtig, mit unterschiedlichen Leuten drüber zu reden. Tja, und in jedem Projekt können Mitarbeiter arbeiten und kann man auch wieder überlegen, wie viel. Vielleicht muss am Start des Projektes bereits ein Projektleiter angelegt werden. Könnte man sich überlegen, dass dann eben da kein beliebig steht, sondern mindestens einer. Oder wir machen hier mal wieder die Form, dass es auch beliebig ist. Ich nehme mal MC, ich könnte genauso gut auch NC hier schreiben. Dann kann man sich fragen, das arbeitet in, was heißt das eigentlich genau? Die Relation, die hier steht, bedeutet, dass es Beziehungen geben kann zwischen Objekten oder Entitäten, Mitarbeitern und Entitäten vom Typ Projekt. Und dass es jeweils nur genau maximal eine Beziehung geben kann. Also nehmen wir zum Beispiel hier so einen Mitarbeiter mit der Nummer 42. Der kann in beliebig vielen Projekten mitarbeiten, aber es kann nur eine Art der Beziehung geben. Das heißt zum Beispiel, der arbeitet im Projekt GUI, das ist okay, und 42 arbeitet dann auch nochmal im Projekt Datenbanken. Ups, naja, egal, wir wissen, was ich schreiben wollte.
Dann kann es natürlich auch einen anderen Mitarbeiter geben, mit der Nummer 43 zum Beispiel, und der arbeitet dann nur im Datenbankprojekt mit. Das ist also dann eine ganz normale Darstellung, wie wir das haben. Das heißt also, für jeden Mitarbeiter, den es gibt und jedes Projekt, kann es eine Beziehung geben. Und die kann man zum Beispiel so ausdrücken, dass wir eben hier sehen, dass die Schlüssel, die wir hier hatten, so zusammenpassen. Das ist eine ganz gute Vorstellung, die wir dort haben. Und wir sehen auch, 43 arbeitet zum Beispiel nicht im GUI-Projekt drin. Das ist alles okay bezüglich dieser einen Relation hier, was wir dort haben. Dann überlegen wir neue Anforderungen. Also, wir müssen wieder darüber nachdenken, was wir modelliert haben. Wir überlegen, dass jeder Mitarbeiter noch die Rolle, eine Rolle im Projekt hat. Diese konkrete Rolle kann man dann eben als Eigenschaft hier dran schreiben. Was heißt das genau? Überlegen wir mal, wieso kann ich das nicht beim Mitarbeiter hinschreiben? Doch, könnte ich. Wenn die Aussage wäre, jeder Mitarbeiter kann nur eine einzige Rolle haben, wäre das absolut okay. Dann würde es genau hier stehen. Wenn es in jedem Projekt nur eine Rolle geben könnte, Mitarbeiter oder sowas, dann könnte die Rolle auch hier als Attribut stehen. Wäre auch denkbar. Aber wir wollen jetzt die Situation haben, dass 42 zum Beispiel bei GUI mal dann hier irgendwie in der Entwicklung sitzt, also hier irgendwie Komma Entwickler ist. Und dass er eben jetzt hier bei unserem Datenbankprojekt macht er mit in der Qualitätssicherung, der drin steckt. Und das ist jeweils die Rolle, die wir dort haben. Sieht auch sehr gut aus in der Form, aber das haben wir auf einmal keine Relation mehr. Weil überlegen, wenn eine Relation heißt, es soll genau eine Art von Beziehung zwischen diesen Elementen geben. Noch ist es doch eine Relation. Aber wir können ja überlegen, wir nehmen einfach unsere Nummer 42 und sagen, hey, du kannst doch auch beim GUI mal die QS zusätzlich mitmachen. Und jetzt sind wir in der Situation drin, wo wir keine Relation mehr haben, sondern wir haben jetzt hier eine Multi-Zuordnung. Sehen wir uns das genau an. Wir haben hier 42 GUI und hier 42 GUI. Da sind jeweils die IDs oder die jeweiligen Schlüssel, die wir hier haben. Und dafür gibt es auf einmal zwei Verknüpfungen, die zu ArbeitetIn gehören. Das darf es nicht geben. Also diese Situation darf niemals auftreten. Das ist jetzt in diesem Moment einfach eine falsche Modellierung. Das heißt also, dieses Ding ist unsinnig so. Das heißt also hier ganz einfach, die beiden Dinger hier führen dazu, dass es falsch ist. Kann man sich fragen, kann man das ändern? Antwort, ja. Wir haben mittlerweile festgestellt, aha, jemand kann mehrere Rollen annehmen. Dann sollte diese Rolle eventuell auch so festgehalten werden können in einer konkreten Projektmitarbeit, die er dort hat. Und das ist dann die Lösung dazu. Also wir gehen dazu über und sagen, das hier war ganz toll, aber mit der neuen Anforderung, die ich gerade hatte, ist das hier völliger Blödsinn. Hier könnte man vielleicht auch mal löschen, aber egal. Ja, dann gucken wir mal an, was machen wir. Wir machen also einen neuen Entitätstypen auf. Ich nenne ihn einfach mal Mitarbeit. Und dann gucken wir uns an. Hier steht drin die konkrete Rolle, die dieser Mitarbeiter im Projekt annimmt. Also hier steht eine konkrete Rolle drin. Ja, dann müssen wir überlegen, wie das zugeordnet ist. Und dann kann man eben sagen, jeder Mitarbeiter arbeitet eben hier zum Beispiel arbeitet in hier wieder dann in der Form oder so, was wir dort haben. Also tätig oder so, nehmen wir mal als Form hier dran. Dann kann man sagen, eben jeder Mitarbeiter kann beliebig viele Mitarbeiten machen. Aber jede Mitarbeit beschäftigt sich genau nur mit einem Mitarbeiter. Das heißt also, hier steht dann eine 1 drin. Und sowas Ähnliches kann man hier auch machen. Nennen wir es mal bearbeitet. Und können uns dann angucken, wie das hier aussieht. Jedes Projekt wird in beliebig vielen Mitarbeiten bearbeitet. Aber jede Mitarbeit bezieht sich auf exakt ein Projekt. Und damit haben wir eben jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass wir hier zwei Relationen haben. Und da gibt es immer nur Pärchen. Also zwischen Mitarbeiter und einer Mitarbeit kann es nur ein Pärchen geben. Hier sogar die Randbedingung, für jeden Mitarbeiter darf es nur, für jede Mitarbeit darf es nur einen Mitarbeiter geben. Das heißt, die bezieht sich auf jemanden Konkretes. Das Einzige, was wir noch beachten müssen, wir haben jetzt einen neuen Entitätstypen, der muss einen Schlüssel bekommen. Und eben eine Mangelung von Kreativität und ab und zu auch absolut okay, kleben wir eine ID daran. Und wir haben dann eine Situation geschaffen, dass wir jetzt eben hier einen neuen Entitätstypen haben, der die Verknüpfung aufnimmt und der es auch erlaubt, dass ich zwei verschiedene Mitarbeiter habe. Das heißt, die beiden Freunde, die jetzt hier irgendwie zum Widerspruch geführt haben, sind jetzt kein Problem mehr. Weil dies hier ist eine Mitarbeit, gucken wir uns das mal an. Wir haben also Mitarbeiter 42.
Der hat eine Mitarbeit 1 und darin hat er zum Beispiel dann die Rolle, die wir hier haben, die heißt dann eben Entwickler. Und 42 hat eine neue Mitarbeit, also eine Mitarbeit 2. Und das ist dann eben die untere, die wir hier haben. Und die beschäftigt sich dann eben mit der Qualitätssicherung. Das sind dann die beiden Sachen, die praktisch hier an dieser Stelle zugeordnet sind. Und klar, die Mitarbeiten, die wir jetzt hier haben, die kann man jetzt hier auch nochmal zuordnen. Kann man feststellen, eben die Mitarbeit Nummer 1 gehört zum Projekt, was haben wir da, ein GUI dazu. Ja, und die Mitarbeit 2, das soll ja das ganz untere hier sein, gehört auch zum GUI dazu. Und wir sehen, wir haben jetzt hier wieder eindeutige Pärchen, klassische Relationen zwischen Mitarbeit und Projekt, kann es dann eben eine Beziehung geben, maximal eine. Und hier sehen wir eben dran, dass sich jede Mitarbeit sogar nur auf ein einziges Projekt bezieht. Das heißt, die Nummern, die hier stehen, 1, 2, 3, 4, 5 und so, werden, wenn ich die so eine Liste aufschreibe, wie ich es jetzt hier mal so grob skizziert habe, nur einmal auftreten. Daran kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wann man von einer Relation sprechen kann und wann von einem Entitätstypen. Wir können das eigentlich noch einmal ganz kurz rückwärts rekapitulieren. Nehmen wir die Sachen mal wieder weg und sagen, wir hätten nur eine Rolle dort stehen. Aha, das heißt also, jeder Mitarbeiter kann nur eine Rolle haben. Also das hier würde es dann nicht mehr geben, dann in der Form. Dann kann man sich nochmal überlegen, wie sieht es dann mit dem roten Modell aus? Und dann kann man erkennen, funktioniert auch. Jeder Mitarbeiter hat beliebig viele Mitarbeiten, eine Rolle und jede Mitarbeit bezieht sich auf ein Projekt. Ja, das heißt also, wir können diese Modellierung durchaus auch in einer anderen Variante nutzen. Welche besser oder welche schlechter ist, ist relativ eng miteinander verknüpft. Das Einzige, was wir jetzt hier haben, ist eben eine neue ID. Diese künstliche ID mussten wir einführen. Hatten wir gerade gesehen im Beispiel, wenn wir mehrere Rollen in einem Projekt haben können. Und wenn ich jetzt eben nur eine Rolle haben darf, ist das genau das Gleiche, aber der Wert wäre künstlich dazugekommen. Das ist ein kleiner Nachteil, vielleicht, den man dort hat. Aber ansonsten sind beide Modellierungen ähnlich. Das heißt also, man kann praktisch jede Relation durch einen Entitätstypen ersetzen. Man sollte aber ernsthaft darüber nachdenken, ob man es machen sollte. Das kann also sehr kritisch sein. Man könnte nämlich zum Beispiel auch überlegen, oh, wir haben doch hier noch so einen Entitätstypen, eine Relation. Die können wir doch auch noch durch einen Entitätstypen ersetzen. Ja, allerdings der Mehrwert davon wäre dann sehr marginal oder wäre einfach nicht da. Es würde dann einfach dazu führen, dass wir eine zusätzliche Entität hatten und die Sachen unnötig verschachteln würden. Deswegen handle with care. Die Einführung von Entitätstypen für Relationen ist okay. Es gibt Fälle, wie wir es gerade gesehen haben, wo es notwendig ist, aber man sollte immer darüber nachdenken, ob man diesen Schritt wirklich durchführen muss.